Die israelische Regierung will das Parlament auflösen und damit den Weg für Neuwahlen freimachen. Nach dem Willen von Ministerpräsident Naftali Bennett soll die Knesset in der kommenden Woche über das Vorhaben entscheiden. Als Übergangsregierungschef ist der aktuelle Außenminister Yair Lapid im Gespräch. Die regierende 8-Parteien-Koalition hatte ihre hauchdünne Parlamentsmehrheit von 61 der 120 Sitze im April verloren. Die Opposition um Benjamin Netanyahu forderte den Rücktritt der Regierung. Den Ex-Regierungschef hatte Bennett vor einem Jahr nach über einem Jahrzehnt Amtszeit abgelöst. Neuwahlen könnte es im Oktober oder November geben. Es wäre die 5. Parlamentswahl innerhalb von 3,5 Jahren.